Kurs an Angela Merkel und Sigmar Gabriel. Dies mit TTIP, mit CETA, damit kommt ihr nicht durch! Liebe Freundinnen und Freunde, wie sehr Sie nervös werden in der Regierungskoalition. Das konnten wir in der letzten Woche schon im Deutschen Bundestag sehen. Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, sieht in euch, in uns allen Menschen, die leicht mit Ängsten und Emotionen zu bedienen seid. Ihr alle seid Otto und Pfeiffer, einfach strukturiert und würdet euch vor den Kachen einer Empörungsindustrie spannen lassen. Ja, lieber Herr Pfeiffer, wir sind empört, wenn im Geheimen Abkommen ausgehandelt werden, zu denen nur Banken und Konzerne Zugang haben. Und genau das ist der Grund, warum hier 250.000 Menschen demonstrieren. Und das ist der Grund, warum weit über 3 Millionen Menschen aus ganz Europa gegen TTIP und CETA unterschrieben haben. Was ein Tag! Aber nein, Herr Pfeiffer, Industrie, das sind wir nicht. Industrie, das ist der BDI, der erst gar nicht versucht, Millionen Unterschriften zu sammeln pro TTIP, weil er weiß, dass niemand unterschreiben würde. Und stattdessen Millionen Euro jetzt in eine Werbekampagne pumpt und hier das halbe Regierungsviertel zuplakatiert hat. Sie sind Industrie und haben bloß Millionen Euro an Werbeetats. Wir sind empört und sind Millionen Menschen. Was uns alle empört, was uns bewegt, das ist etwas sehr Grundsätzliches. Bei TTIP, bei CETA geht es darum, wer künftig die Regeln setzt. Ob die Googles und Monsantos dieser Welt oder Bürger und Parlamente. Wir sind hier, um zu verhindern, dass mit TTIP und CETA noch mehr Macht an eine globale Wirtschaftselite geht und mit Schiedsgericht und einem Rat für regulatorische Kooperation unsere Parlamente entmündigt werden. Wir sind hier, um unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat zu verteidigen. Mit TTIP, mit CETA wollen sich die Konzerne von vielem entledigen, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Umweltstandards, an Sozialstandards, an Arbeitnehmerrechten, an Datenschutz erstritten haben. Durch die gegenseitige Anerkennung von Standards droht jeweils der gemeinsame kleinste Nenner sich durchzusetzen auf beiden Seiten des Atlantiks. Das lassen wir nicht zu. Wir sind hier, damit wir weiter Gentechnik von unseren Tellern vertreiben können, damit wir weiter Schluss machen können mit Fracking, damit wir weiter unsere Daten verteidigen können und Arbeitnehmerrechte erhalten. Wir sind hier, um laut zu fordern: Stopp TTIP, stopp CETA! Sigmar Gabriel wird ja nicht müde, immer wieder zu betonen, wir bräuchten diese Freihandelsabkommen, um unsere Standards zu verteidigen. Das wären vielleicht halt nicht die Besten und nicht die Deutschen, aber die Einzigen, die bleiben. Wenn wir das hier falsch machen, so Gabriel, werden unsere Kinder uns verfluchen. Nein, lieber Herr Gabriel! Verteidigt nicht die Umwelt, den Datenschutz, Verbraucher- und Arbeitnehmerrechte, indem man Standards senkt und Parlamente entmündigt. Natürlich brauchen wir internationale Regeln für den Welthandel, aber solche, die Standards erhöhen, statt sie zu senken, solche, die demokratische Gestaltungsspielräume erhöhen und verbreitern, als sie zu reduzieren. Herr Gabriel!
machen und CETA und TTIP nicht stoppen, dann werden noch unsere Kinder die SPD verfluchen. Liebe Freundinnen und Freunde, vor 2 Jahren, da kannte niemand diese komischen 2 Wörter mit den 4 Buchstaben. Heute reden alle über TTIP und CETA. Die Abkommen sind in aller Munde und sie wackeln, und mit diesem Tag wackeln sie erst recht. Wie erfolgreich Bürgerprotest sein kann, das zeigt das, wie wir hier gegen CETA und TTIP auf die Straße gehen, und das zeigt die Vergangenheit. Wenn Hunderttausende die Straßen gefüllt haben gegen Atomkraft, dann mussten sie halt irgendwann Atomkraftwerke abschalten. Wenn Bäuerinnen und Bauern, Verbraucherinnen und Verbraucher sich zusammengeschlossen haben, dann mussten sie irgendwann Gentechnik von unseren Feldern vertreiben. Und wenn die Bürger im Netz aktiv gewesen sind, dann mussten sie irgendwann ein ACTA-Abkommen verbieten. Wir werden weiter kämpfen und genau dafür sorgen, dass das Gleiche auch bei TTIP und CETA passiert. Eins ist klar: Wir werden Ausdauer brauchen, wir werden Geduld brauchen, wir werden einen langen Atem brauchen. Doch wenn ich euch hier alle sehe, all die Entschlossenheit in euren Gesichtern, dann habe ich den Eindruck, zusammen schaffen wir das. Wir bleiben widerständig, wir bleiben dauerhaft auf der Straße. Und die TTIP-Befürworter, die bekommen uns nicht mehr weg von der Straße. Liebe Leute, unser Erfolgsrezept, das ist unsere Breite. Diese Bewegung lebt von ihrer Vielfalt. Ja, hier gehen Unternehmer mit Gewerkschaften zusammen auf die Straße. Hier gehen Milchbauern zusammen mit Veganern und Tierrechtlern. Hier protestieren Linksradikale und genauso Leute von der CSU, die sich Sorgen um die Gestaltungshoheit der Kommunen. Diese Vielfalt halten wir aus. Diese Vielfalt macht uns aus. Und nur in dieser Vielfalt werden wir TTIP und CETA besiegen. Aber zum Schluss ein letztes. An einer Stelle zeigen wir klare Kante, und das ist gegen rechts und dagegen, dass hier viele die Proteste gegen TTIP und CETA für anti-amerikanische Ressentiments nutzen wollen und ihr nationalistisches Süppchen kochen. Mit dem ekelhaften braunen Sumpf von Pegida, mit den Hetzern von der AfD, mit den Nazis im Nadelstreifen, mit denen haben wir nichts, aber auch rein gar nichts gemein. Liebe Freunde, wenn wir da jetzt dranbleiben, wenn wir weiter links und rechts des Atlantiks zusammen Widerstand leisten, wenn wir breite Bündnisse schmieden, dann haben wir eine gute Chance, TTIP und CETA zu Fall zu bringen. Lasst uns Angela Merkel und Sigmar Gabriel zeigen: Wer TTIP und CETA sät, der wird Sturm ernten. Eine